Alter! Da machen wir wohl ein Video drüber. Freunde und herzlich willkommen zu Clownies, wenn aus Aktivismus Demütigung wird Welt. Ja, der Weltfrauentag, der liegt jetzt schon einige Tage zurück, jedoch bereitet mir folgender Beitrag des Bayerischen Rundfunks nach wie vor schlaflose Nächte. Ich nehme euch heute mit auf eine beeindruckende Reise in den feministischen Funpark. Stopp! 139! Wow! Das, was wir hier sehen werden, ist eine traurige Mischung aus blankem Hass auf Männer, der durch Gewaltfantasien ausgelebt wird. Und einer demütigenden Infantilisierung von Frauen, hervorgerufen unter anderem durch einen grotesken Hyperfokus auf primäre Geschlechtsmerkmale, allen voran dem eigenen. So ist bereits der Eingang zu diesem sogenannten Funpark eine Vagina. Ein bunter Jahrmarkt nur für Frauen. Einen Tag lang können Sie hier an 10 Stationen Ihre Themen formulieren. Ja, wenn man durch dieses Tor läuft, muss man sich wie neugeboren fühlen. Ich meine, schon hier wird einem die Absurdität erst noch klarer, wenn man die Rollen vertauscht. Man stelle sich vor, am Vatertag würden Männer einen maskulinen Funpark durch einen gigantischen Tunnel betreten. Sämtliche Feministinnen würden Männer für ihren lächerlichen Fokus auf ihr Genital belächeln und eine toxische Übersteigerung ihrer triebgesteuerten Schlichtheit vorwerfen. Doch hier ist das alles in Ordnung. Das ist alles vollkommen normal. Genauso wie das frenetische Eindreschen auf als Männer verkleidete Boxsäcke. Nein, das ist kein Scherz. Genau das passiert hier. Glaubt ihr nicht? Schaut selbst! Bei so viel Frauenpower geht den aufgeblasenen Männern schnell die Luft aus. Jennifer Sirtl zeigt, was sie drauf hat, hier im Ninja-Parcours der ersten Attraktion im feministischen Funpark der Verdi-Frauen Mittelfranken. Der liegt doch schon am Boden und sie macht weiter. Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Junge, Junge, diese Dame hat definitiv eine Rüstung aus Hass. Auch hier stelle man sich vor, es gäbe einen maskulinen Funpark am Vatertag, in dem Männer wutentbrannt auf als Frauen verkleidete Boxsäcke einschlagen würden, während Lippenstift und Handtaschen an den Wäscheleinen hängen. Das wäre nicht nur das offene Ausleben frauenfeindlicher Gewalt, nein, es wäre die öffentlich-rechtlich glorifizierte Stilisierung von gewaltsamen Femiziden. Aber in diesem Fall ist das in Ordnung, weil Männer sind ja nun mal die Unterdrücker der Gesellschaft, das Patriarchat, was nicht nur als Industrietaucher oder auf Ölplattformen einem hohen Lebensrisiko ausgesetzt ist. Nein, ein prozentualer Bruchteil von denen sitzt halt auch im höheren Management. Und das ist das Patriarchat. Es ist aber so, dass halt sehr, sehr viel virtuelle Gewalt gegen Frauen halt immer wieder im Alltag kommt. Meistens mit Späßchen oder irgendwie so kleine Nadelstiche. Und man kann sich eigentlich nicht wehren. Virtuelle Gewalt in Form von Nadelstichen und kleinen Späßchen. Kleine Späßchen und kleine Nadelstiche im virtuellen Raum sind virtuelle Gewalt gegen Frauen. Gewalt. Man stelle sich vor, wir würden hier einen gestandenen Mann sehen, der vorhin noch auf einen als eine Frau stilisierten Boxsack vollkommen außer sich eingeprügelt hat und danach unter anderem als Motivation angibt, naja, also ich krieg von Frauen immer wieder blöde Kommentare und kleine Späßchen und das ist Gewalt gegen mich als Mann. Die Damen, die hier sind, würden tatsächlich darüber lachen. Und zwar vollkommen zu Recht. Aber andersherum ist das alles vollkommen normal und nachvollziehbar. Die feministische Revolution ist so weit gekommen, dass es jetzt die Späßchen und Nadelstiche im virtuellen Raum sind, gegen die man sich noch aktivistisch stark machen kann. Einen Tag lang können Sie hier an 10 Stationen Ihre Themen formulieren. Verbal. Alte weiße Männer stinken! Oh mein Gott, Leute! Also eine rassistisch konnotierte Beleidigung, Fokus auf die Hautfarbe und eine Generalisierung mit einer Abwertung in Form von Stinken. Und diese Abwertung ist dann noch nicht mal irgendwie aggressiv, sondern halt einfach plump und infantil. Wie kann man diese Veranstaltung denn überhaupt noch ernst nehmen? Auch wenn ich nicht unbedingt die politische Einstellung dieser Frauen teile, würde es mir doch wenigstens Ehrfurcht abbringen, wären dort ernsthafte Forderungen zu lesen, die halt wirklich etwas verändern würden. Aber das hier ist einfach nur eine plumpe Beleidigung.
Und der Bayerische Rundfunk hat sich gedacht, wie sie das aufschreibt, das muss unbedingt in den Beitrag, das muss unbedingt gesendet werden von den GEZ-Gebühren. Alter, ist das nicht schön, Leute? Kommen wir nun zu einer meiner Lieblingsattraktionen im feministischen Funpark, da das Einprügeln auf als Männer stilisierte Boxsäcke anscheinend nicht ausreicht, um den feministischen Kampf zu vollführen, prügeln wir hier also auf ein stilisiertes männliches Genital ein, und zwar mit Poolnudeln und brüllen währenddessen politische Parolen gegen Söder und die AfD. Und körperlich. Ja, auch hier stelle man sich vor, beim Vatertag gäbe es so eine Attraktion, wo dann wütende Männer auf primäre Geschlechtsmerkmale mit Poolnudeln einprügeln würden und schreien würden, gegen Baerbock, gegen Ricarda Lang oder sowas. Also das wäre, sie würden nicht nur schäumen, sie würden diesen Park canceln, sie würden die Leute anzeigen wegen frauenfeindlicher Beleidigung. Hier ist es mal wieder vollkommen normal und vollkommen in Ordnung. Bemerkenswert finde ich an der Stelle auch den Fokus darauf, gerade Namen oder Parteien der konservativen Richtung zu brüllen, während man auf diese Stoffgenitalien eindrischt. Und für Söder! Und für die AfD! Das ist ja kein Zufall. Fast so, als wären eben sie, die Rechten, die Konservativen, der erklärte Feind, eben weil er noch ein klares Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit auch im Ausleben ihrer natürlichen Rollen hochhält. Frauen wollen in der Regel halt einfach gerne Mutter sein und Männer wollen gerne eine Familie versorgen. In der Tendenz ist das immer die Richtung. Es geht um Dekonstruktion von allem, was Mann und Frau ausgemacht hat. Fast so, als wäre eben Männlichkeit und Weiblichkeit als rollenerfüllendes Konzept die Wurzel allen Übels, was diese Menschen hier ausmachen wollen. Keiner schreit hier gegen Kevin Kühnert, keiner schreit hier gegen Helge Lind, eben weil sie kollaborieren mit dieser ideologischen Transformation. Und das macht diese ganze Veranstaltung hier auch ja zu einem gewissen Grad traurig, weil eben diese klassische Dekonstruktion all dessen, was Männer und Frauen ausgemacht hat, im Erscheinungsbild, aber auch in ihrem Verhalten dazu geführt hat, dass sich eben diese Richtung dafür geöffnet hat, dass nun ein Georgine Kellermann im Stern darüber berichten kann, wie schön es ist, diesen Weltfrauentag zu erleben. Und der Begriff Weltfrauentag damit nicht mehr zeitgemäß ist und schon bereits von linksgrüner Seite versucht wird, ihn umzudeklarieren als feministischen Kampftag. Heraus zum feministischen Kampftag. Wir haben uns heute für eine All-Gender mit Flinter Frontblock-Demo entschieden. Wir sind davon überzeugt, dass der Kampf für queere Rechte, der Kampf für Transrechte ganz fest verwoben ist mit dem feministischen Kampf. Auch für Hannah Baldamus ist der Funpark ein Ventil an diesem internationalen Frauentag. Weil der 8. März wichtig ist, ich Sozialarbeiterin bin, immer noch quasi unterbezahlt und ich es wichtig finde, die Unzufriedenheit zu äußern auf der Straße. Wenn man mehr verdienen möchte, muss man seinen Berufsstand wechseln. Wir können Sozialarbeiter nicht genauso gut bezahlen wie Maschinenbauingenieure, Astrophysiker oder Geschäftsführer von Konzernen. Es geht einfach nicht. Und ich finde das wirklich traurig, dass in diese Damen offenbar hineingelegt wurde, dass der primäre Faktor, der ihnen gesellschaftlich respektierten Selbstwert zusichert, der Kontostand ist, die Karriere ist. Aber es geht im Leben nicht allein um Geld. Man braucht es, um zu überleben, aber Geld allein kann man nicht lieben. Karriere allein schafft nichts, was über uns hinaus in dieser Welt fortbesteht. Das schafft nur Familie und das schaffen nur Kinder. Eine Frau, wie auch ein Mann, sollten nicht ihren Selbstwert und ihre Wut auf die Gesellschaft nach ihrem Einkommen ausrichten. Und darauf, dass der eine im Durchschnitt vielleicht mal mehr verdient als der andere, weil er eben besser bezahlt arbeitet und nicht in Teilzeit geht, weil er ein Kind zur Welt bringen möchte. Dieses ständige Wetteifern darum, wer mehr unter seinem gesellschaftlichen Umstand leidet, erfüllt eine zentrale Funktion. Und zwar, uns im allgegenwärtigen Wettbewerb als Mann und Frau gegeneinander aufzuhetzen und uns auseinanderzutreiben. In diesem Sinne gaslightet man Frauen, dass sie nur wirklich etwas aus sich gemacht hätten, hätten sie denn Karriere gemacht und würden sie denn mehr verdienen als zum Beispiel ihr männlicher Gegenpart. An dieser Stelle legt man de facto hypermaskuline Standards an Frauen heran, die, wenn sie eben diese nicht erfüllen, erzählt bekommen, dass eben die männliche Unterdrückung daran schuld sei. Dabei sollten wir doch eigentlich als Team von Mann und Frau zusammen in einer Familie miteinander, den anderen ergänzend, zusammen glücklich werden und uns nicht dauernd vergleichen, wer denn jetzt am Ende mehr verdient hat, denn das Geld wird am Ende zusammengelegt und es dient der Familie. Und damit dem Fortbestand unserer Gesellschaft. Aber vielleicht ist eben das etwas, was einen in gewissen politischen Kreisen stört. Und zwar lautstark.
Ja, hier kommen wir zur Brüllbox. Das ist im Endeffekt einfach eine Box, in die man reinschreit und dann wird gemessen, wie laut man geschrien hat. Ja, stellt euch das mit Männern vor. Stellt euch vor, Männer würden in eine Box reinbrüllen und sich dann dafür feiern, wer am lautesten gebrüllt hat. Man würde wieder darüber reden, dass toxisch-maskuline, schon fast animalisch anmutende Ideale hochgehalten werden, wie bei Höhlenmenschen. Aber umgedreht ist es ein Hervorheben des weiblichen Empowerments, oder? So etwas in der Art. Stopp! 139! Wow! Im Funpark setzen sich die Besucherinnen spielerisch mit den Ungerechtigkeiten aus. Ah, Moment mal, was heißt denn hier Besucherinnen? Da steht doch eindeutig Mann. Oder bin ich jetzt schon einen Schritt zu weit gegangen und müsste hier erstmal fragen? Sei es drum, wir schauen weiter. Auseinander, mit denen sie täglich konfrontiert sind. Ein Beispiel, die unbezahlte Care-Arbeit. Ja, hier drischt man dann infantil mit Teppichklopfern auf Kissen ein, auf denen zum Beispiel draufsteht, hier rechts könnt ihr es sehen, Eltern pflegen. Jemand, der seine Eltern pflegt, der beschwert sich doch nicht darüber, dass er dafür nicht bezahlt wird, er macht das aus Liebe. Jemand, der sein Kind wickelt, der sich um sein Kind sorgt, der wird allein durch das Lächeln und die Liebe des Kindes dafür bezahlt. Ich denke, das kann jeder, der Kinder hat, hier in den Kommentaren dementsprechend bestätigen. Man macht da nichts Geringeres, als die nächste Generation zu prägen. Sich dann darüber noch zu echauffieren, dass diese Arbeit nicht bezahlt wird, wie auch immer das denn jetzt gestaltet sein soll, schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Wenn du deine Eltern pflegst, dann bezahlst du sie dafür, dass sie dich nicht nur hervorgebracht haben, sondern auch großgezogen haben. Genauso wie sich dein eigenes Kind bei dir dafür revanchieren wird, dass du es großgezogen hast, indem es für dich im Alter da ist und dir hilft. Diese Aufgaben zu erfüllen ist würdevoll, ist respekteinflößend. Und das ist Bezahlung genug. Kinder, Haushalt, Termine organisieren, all das bleibt immer noch größtenteils an den Frauen hängen. Oh Mann, langsam kann ich nicht mehr, meine lieben Freunde. Ja und, selbst wenn dem so sein sollte, dann übernimmt der andere halt Aufgaben in einem anderen Bereich, für die der eine halt eben nicht die Zeit hat. Es ist immer dieser ständige Fokus auf, alles ist nicht gleich, es muss alles gleich sein, sonst Unterdrückung und böse. Wo ist das Problem, wenn in einer Partnerschaft der eine nun mal mehr arbeitet und der andere sich dafür dann als Kompensation mehr um den Haushalt und die Kinder kümmert? Wo ist das Problem? Wir funktionieren doch als Team zusammen. Das ist doch schön. Ja, aber in deren Augen nicht. Jede Ungleichheit ist ein Symptom der patriarchalen und systematischen Unterdrückung. Solange nicht alles zu 100% gleich ist, Mann und Frau sich im Aussehen, im Wesen, in ihrem Rollenverständnis immer noch irgendwie unterscheiden, gilt es in den Augen dieser Leute, dies zu dekonstruieren und zu zerstören. Es wird mit dem Finger auf die Ungleichheit gezeigt. Daraus wird gefolgert, das ist eine Folge der Unterdrückung. Und daran schuld, naja, sind wahrscheinlich mal wieder die Männer. Und genau das spaltet uns. Genau das hetzt uns gegeneinander auf. Und genau das zerstört auf Dauer die Familie. Bei Hau den Lukas räumt Frau auf mit althergebrachten Rollenklischees. Justine Wazanski-Krack schlägt sich bereits seit den 1968ern mit den Themen rund um die Frauenrechte herum. Sie sagt, es hat sich schon einiges getan. Was steht da? Gegen Familienherrscher? Wer will denn über seine Familie herrschen? Was ist das, Mann? Also ich weiß nicht, was die für ein Bild von der politischen Gegenseite haben, aber selbst in der Rechten will keiner de facto herrschen, wie ein Diktator oder so. Auf meiner Seite des politischen Spektrums wollen die Leute einfach nur Kinder und Familie, mehr nicht. Aber ja, wir kennen das schon, das ist klassische linke politische Strategie, die Gegenseite als das ultimative Böse hochzustilisieren. Aus Familienvater wird Familienherrscher. Und Gleichberechtigung nicht als selbstverständlich sehen. Das ist das Ziel der Aktion zum Frauentag. Auch hier wieder eine Nuance, die einem vielleicht gar nicht auffällt. Wir sind gleichberechtigt. De facto sind wir vor dem Gesetz gleichberechtigt. Das steht nicht nur in unserem Grundgesetz. Wenn dem zuwidergehandelt wird, kann man wegen Diskriminierung des Geschlechts klagen. Das, was die mit Gleichberechtigung meinen, ist Gleichstellung, also das Herbeiführen von Gleichheit durch Zwang. Und ich glaube, den meisten NPCs, die diesen Beitrag schauen im Bayerischen Rundfunk, denen fällt das gar nicht auf, wie diese Transformation stattgefunden hat von wir wollen gleiche Rechte, die sie de facto haben, zu nee, wir wollen Gleichheit, ob ihr wollt oder nicht. Würden das ein paar mehr Leute durchblicken, würde ihnen klar werden, wie inhärent sozialistisch autoritär diese Ideologie geprägt ist. Blöde F*** umgefallen. Hat das die alte Dame gerade wirklich gesagt? Alter, jetzt ist es einfach nur noch vulgär, oder? Blöde F***
umgefallen. Na gut, meine lieben Freunde, ich glaube, das muss uns reichen. Ich kann nicht mehr. Das war der kleine Exkurs in den feministischen Funpark. Ich hoffe, er hat euch erhellt und euch auch sehr gefallen. Wenn ihr meine mutige Arbeit dabei, mir so etwas anzutun, unterstützen wollt, dann lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da, könnt auch gerne Kanalmitgliedschaft annehmen, um mich finanziell zu unterstützen. Kauft mein Merch bei Unwoked und ein bisschen den feministischen Funpark zu besuchen, schadet nie und f*** PC. Oh,